Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog, zum zweiten Teil von dem Bau der Terrassenüberdachung. Den ersten Teil verlinke ich dir mal unten unter dem Video in der Videobeschreibung. Und zwar hat unsere Terrassenüberdachung jetzt den ersten Pfosten und den zweiten Pfosten bekommen. Die sind noch nicht farblich angepasst, das werde ich nämlich gleich tun. Und wir haben schon zwei Sparren draufgesetzt. Genau. Links und rechts ein, um das Ganze auszuloten, sprich wir haben die Diagonale gemessen. Kommen wir mal ganz kurz zum Fundament, da gehe ich auch noch mal ganz genau drauf ein. Aber ich hatte vorhin den Nachbar hier gehabt und da meinte er, das kennt er so gar nicht. Also er kennt halt, dass zuerst das Fundament gemacht wird und danach werden die Pfosten gesetzt. Aber ich finde die Variante schon ganz cool oder ganz praktisch, weil so habe ich alle meine zwei Pfosten jetzt installiert, plus Sparer, habe das Ganze ausgerichtet, alles vermessen diagonal und weiß es ganz genau, da wird später das Fundament sitzen und da muss ich jetzt das Ganze ausheben und kann das Fundament gießen. Finde ich eigentlich ganz cool so, die Variante kannte ich bisher noch nicht, aber ich denke, das ja, ist für jemanden, der beispielsweise jetzt keinen Kreuzleser hat, und eine ganz, ganz einfache Sache. Ne? Das sind jetzt hier solche Haaranker. Die werden dann später, das unterste Teil kommt in Beton und das hier oben mit den zwei Schrauben, das wird dann am Pfosten festgeschraubt. Und die, sobald wir das Loch dann gebuddelt haben, setze ich die ein, schraube das Ganze fest, überprüfe die ganzen Maße nochmal und dann kommt da der Beton rein. Und das Ganze natürlich viermal, sprich links, rechts und wir werden nochmal jetzt in der Mitte eins und zwei Pfosten setzen. Das Ganze einmal Arvinger Statik, eigentlich war vorgesehen ein Pfosten. Das finden wir aber nicht so schön, weil da ist das Wohnzimmer, da ist die Terrassentür. Dann guck mal nur auf diesen einen Pfosten. Und im alten Video werdet ihr es wahrscheinlich noch sehen, da gibt es hier so eine Stufe. Und die Stufe soll auch wieder hinkommen, sprich wir haben jetzt links und rechts einen Pfosten und dann kommt später links und rechts eine Rose eingepflanzt, die dann hochwuchert. Ansonsten, was kann ich noch sagen, ich hatte im Video, kann man das nicht so wirklich sehen, aber ihr braucht definitiv zwei Männer. Also ihr könnt das nicht mit einer Frau machen, Mann, das ist definitiv zu schwer, also bei diesen Dimensionen jetzt. Ich hatte vorhin auch den Nachbar zur Hilfe und dann haben wir beispielsweise jetzt die Sparren, kann man das sehen, hier hinten haben wir dann zu zweit drauf gesetzt mit der Leiter links und rechts und dann sind wir gemeinsam hochgegangen und haben sie dann positioniert. Was ganz, ganz sinnvoll ist, wenn ihr sowas macht, also das Dach hat hier eine Neigung von 7 Grad, man soll mindestens 5 haben bis 15. Also 7 Grad kenne ich so oder ich habe so gelernt, dass die eigentlich optimal sind. Dann gibt es so eine Levelbox, hat bestimmt der eine oder andere schon mal gesehen. Damit könnt ihr die Gradzahl messen, das ist eine richtig, richtig feine Sache, liegt um die 20 bis 30 Euro. Genau, da könnt ihr das sehen. Die muss natürlich perfekt im Lot sein. Guck mal, wenn ich das gleich anhebe, dann seht ihr schon die Gradzahlen, ne? 2,3, 3,3. Könnt ihr eigentlich auch perfekt als Wasserwaage nehmen. Und das ist halt perfekt für das Terrassendach, ne? um die Höhe zu bestimmen, um Sachen zu kontrollieren. Eine ganz, ganz feine Sache. Hier habe ich oben eine Wasserwaage draufgesetzt. Könnt ihr natürlich auch nehmen. Ne? So, dann noch eine kleine Sache, ein kleiner Tipp oder ein Hinweis. Bits. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich sehr, sehr gute Bits habt. Und ich habe ja schon seit Jahren die von Vera im Einsatz. Also hier, das ist immer eine Werkstatt. Und den habe ich immer in meinem Werkzeugkasten mit dabei. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann euch nur raten, besorgt euch gute Bits. Also ihr müsst jetzt nicht die unbedingt von Vera nehmen. Wenn ihr welche zu Hause habt und ihr seid damit zufrieden, dann könnt ihr die nehmen. Aber ihr braucht auf jeden Fall gute Bits, weil ihr habt hier ungefähr 300er Schrauben. 320er sind die längsten bei diesem Dach. Und damit ihr keine bösen Überraschungen habt oder sowas später, kann ich euch wirklich am Herz legen, kauft euch gute Bits. Dann habe ich auch von der Firma Vera beispielsweise hier diese
Inbusschlüssel, nee, Torx ist das, Torx-Schlüssel, die habe ich auch verwendet. Weil ich hier oben, könnt ihr sehen, da ist die Wandfette und da fängt schon das Dach an. Und da ist der Sparren und da oben ist nicht so wirklich viel Luft. Das heißt, du kommst mit dem Akkuschrauber nicht dahinter, zumindest die ersten paar Zentimeter nicht, auch mit einem Winkelgetriebe. Das heißt, ich musste wirklich diesen Schlüssel nehmen und ja, Stück für Stück die Schraube reindrehen. Deswegen, sowas müsstet ihr eigentlich oder sollte man immer dabei haben, es sei denn, ihr habt jetzt kein Dach, was euch da entgegenkommt. Und ich kann euch noch empfehlen, hier diesen Laser, der ist auch ganz, ganz praktisch, um mal die links oder rechts die Breiten zu messen, die Tiefe oder die Diagonale vom Dach, damit ihr wisst, okay, es ist alles im 90-Grad-Winkel. Liegt oder lag damals auch um die 20 Euro. Ich glaube, der ist ziemlich gestiegen vom Preis her. Ich glaube, mittlerweile kostet er schon 50 Euro. Ne? Also ihr braucht auf jeden Fall einen Laser, das erleichtert euch die Arbeit ungemein. Ja, und das war es soweit von diesem Blog. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, folgt uns auf Instagram. Da posten wir regelmäßig solche kleinen Stories mal. Und ich werde jetzt loslegen zu streichen, denn ich habe nämlich noch hier die zwei Pfosten, die ich streichen muss. Und die zwei Träger links und rechts, genau. Bis dahin, bis bald, euer Mr. Handwerk.